Als ein Rennen mit vielen Turbulenzen wird die 91er Auflage des A&M-Pokals in die Annalen eingehen. Nachdem zunächst der übernervöse Ideal zwei Fehlstarts verursacht hatte, fuhr Helmut Beckemeyer mit Winsome Diamond im ersten Bogen Rangoon förmlich über den Haufen. Und während der Konkurrent sich durch die Behinderung aus der Partie sprang, konnte Winsome Diamond hinter dem sofort in Front gezogenen Chergon die Ideallage einnehmen. 3 Rot, 3. Chergon Ideal, Winsome Diamond bleibt hier in der dritten Position und die Gerade wird erreicht. Baiano macht einen Fehler, die erste Zwischenzeit. 2 Rot, 2, 4 Rot, 4. 1, 10, 3, die erste Zwischenzeit und vorne sieht man unverändert Chergon an Innenseite. Ideal geht in der äußeren Spur. Winsome Diamond, vierter ist Nui und außen Florida Jenki. Chergon Ideal. Aus dem Windschatten des Derby-Siegers erwies sich der Hengst zuletzt als überaus starker Angreifer. Doch Chergon offenbarte einmal mehr enorme Kämpferqualitäten und blieb schließlich knapp, aber sicher im Vorteil. Viel Freude konnte Helmut Beckemeyer an den 2000 D-Mark-Prozenten indes nicht haben, denn die Rennleitung bat ihn wegen des Fouls an Rangoon mit exakt diesem Betrag zur Kasse und verhängte außerdem einen zweiwöchigen Zwangsurlaub. Winsome Diamond kommt hier frei, Como in der vierten Position, dahinter Ideal. Chergon führt weiterhin klar an, da Winsome Diamond greift nun an. Chergon, Winsome Diamond kommt hier näher ran. Chergon, Winsome Diamond an der Außenseite. Chergon kämpft. Chergon kämpft gegen Winsome Diamond. Knappes Ende im AMM-Pokal. Chergon, Winsome Diamond, dann Como und Nui. Die letzte Zwischenzeit 1:16:0.